Lieber Renngott da oben, falls du mich irgendwie hören kannst, bitte schick mir ein Zeichen, also in Form eines Safety Cars, eines richtigen Safety Cars. Wäre das possible? Das ist das Einzige, was mir jetzt helfen könnte. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Ligarennen-Highlight-Video der MXL. Heute aus Viva Mexico. Mit dabei selbstverständlich der Knitti. Hallo, na? Und Chefstratege Dr. Rush ist auch wieder am Start. Ja, servus zusammen. Bisher ein trockenes Wochenende und genauso soll es auch bleiben. Ihr seht es schon links. Ja, Mike Fünfter, was war da los? Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe alles gegeben und dann meinte so eine rote Zahl irgendwie, nö, Mike, gönnen wir dir nicht. Aber ist auch egal. Ich starte von der 5, Knitti startet von der 13. Also wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, wäre es, also ein Podium wäre schon schön. Saskia auf 1 und ich meine, Tibor wäre auf 2. Und Capo, mein ärgster Konkurrent, ist auf Platz Nummer 3 vor Photon. Ja, also würde ich sagen, viel Spaß dabei. Spaßig war auf jeden Fall nicht so ganz meine Hotlap-Runde. Und die seht ihr jetzt. Oh, gelb. Okay, war gelb. Boah, Capo mit einem super Start. Okay. Ja, die Kupplung wieder nicht genommen. Photon räumt mal eben Saskia beiseite. Das war aber nicht so gentleman's-like. Ah, ja, das sah jetzt eher nach leichtem Anklopfen aus. Saskia ist auf Mediums. Ja. Plätze zu verlieren ist erwartet von seiner Seite aus. Oder ich habe ihn aber gesehen. So, ich mache mal eine ERS-Sparrunde, weil man sehen kann, 65 sind erreicht. Capo, der gibt aber Gas wie sonst was, meine Güte. Capo schon 1,2 Vorsprung. Sehr schön, Knitti. Anschluss halten. DRS ist auf jeden Fall Gold wert hier auf der Strecke.
Schön, Mike. Jawohl, nice. Wow, Alter, Chris, was machst du denn da? Ey, Alter, come on, echt jetzt? Ach man, Kinders. Echt jetzt? Ja, Flügelschaden, ausgezeichnet, Alter. Naja. Kopf hoch, weitermachen, ist noch lang. Ach man, ey, was soll das denn? Ach, ist das ärgerlich. Na gut, okay. Fokus, Mike, du packst das, Mann. Nein, jetzt checkt er mich wieder auf die Soften. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Na, ich wollte nämlich gerade noch sagen, hast du die Mediums ausgewählt oder die Harten? Ich meine, er hatte die Mediums, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich wähle jetzt schon mal die Mediums aus. Ah, jetzt bin ich vorletzter. Kacke. Jetzt helft mir ein Safety Car. Oh, Mann. Ja, momentan entzerrt sich alles ein bisschen. Safety Car, da sehe ich jetzt erstmal nichts kommen. Wenn du kannst, versuch Kappe ein bisschen aufzuhalten. Schade. Ja, habe ich gerade versucht. Ja, schade. Verdammt, ey. Ah, das wurmt mich. Spocky hat eine 5-Sekunden-Strafe. Lieber Renngott da oben, falls du mich irgendwie hören kannst, bitte schick mir ein Zeichen, also in Form eines Safety Cars, eines richtigen Safety Cars. Wäre das possible? Das ist das Einzige, was mir jetzt helfen könnte. Wahl ist raus. Ja, Wahl DNF. Ja, ja! Safety Car. Was? Ja, was jetzt? Sag was, sag was, sag was, sag was. Ah, abwarten, wenn Saske reingeht, geh mit rein. Ich sag erstmal bestätigen. Oder nee, lohnt sich das für 3 Runden nicht wirklich, oder? Doch, 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 das lohnt sich. Ich werde es bereuen, wenn ich es nicht tue. Ich fahr rein. Alles Denk mal an doch. Russland. Ja, ja, stimmt. Das könnte klappen. Die Boxen-Delta-Zeit müsste so bei 18, 19, 20 Sekunden sein. Also ich verliere nicht so viel. Und außerdem habe ich dieses Soften. Das stimmt, aber da ist jetzt halt nur die Frage, wie lange bleibt der Safety Car jetzt draußen? Es sind nur noch 2 Runden. 3 Runden, sorry. Komm, 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 komm. Okay, Achter. Was schreibt der Chat? Braucht es Softs, Mike? Gebraucht? Reicht mir. Ist mir egal. Okay. Bei 6er bin ich so oder so. Wenn man die beiden Strafen abrechnet. Wie ist es schon schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, das stimmt. Ich habe schon mal so ein Rennen gehabt und dann habe ich mich am Ende richtig geärgert, dass ich nicht in die Box gegangen bin. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Ja, das könnte sich auszahlen, wenn es früh reinkommt, weil vor dir ist, glaube ich, so wie das aussieht, gar keiner an die Box, ne? Die sind alle draußen geblieben. Ja, alles oder nichts. Ich hoffe, es wird alles. Safety Car in this lap. Kommt wieder rein, jo. Hätte ich den noch neue gehabt? Nee, ich hatte nur verwendete. Nicht noch einen neuen? Nee. Ah, nee, Quatsch, nee. Den hat ich ja verbraucht. Nee. Ja, ja, stimmt. Das heißt, in der letzten Runde erleben wir es DRS. Ja, 90% ERS, Baller raus. Jawohl. Was ist denn jetzt hier? Was ist das hier? Action oder Tagesschau? Alter, mach hinne! Ich hab's eilig!
Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Habe ich das gerade richtig gesehen, Knitti? Ja. Heute habt ihr es aber miteinander, oder? Ich hab, der stand schon, ne? Na, ich hab's jetzt nur im Augenwinkel gesehen. Ja, ja, er stand schon. Hat sich genau vor mich gedreht. Sehr schön, Mike. Das passt, das passt. Ah, jetzt ist am Limit, verdammt! Okay, ich spare eine Runde. Wow! Oh mein Gott! Hossa, Hossa. Glück gehabt. Aber richtig, da fehlte wirklich nur eine College-Blockbreite. Mama! Ey, wenn ich jetzt so aufs Podium komme, ne, dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Ja. Kapo blinkt. Okay. Sasko und Jelkajo vor dir mit den Strafen schon effektiv hinter dir. Ah. Botor 19 Runden alte Mediums, Kapo 10 Runden alte Softs, Tibor selber. Und Kapo blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Ach, das ist die letzte Runde. Verdammt. Das ist die letzte Runde. Alles, alles rausballern. Hat der Drittplatzierte eine Strafe? Nein. Die ersten drei sind ohne. Proton, Kapo, Tibo ohne Strafe. Oh, sorry, LKO, sorry. Na, P4. Nein! Oh Mann! So verdammt knapp! Das kannst Alter. Du doch keinem erzählen! Oh Mann, ey! 59.000stel trennen mich von einem Podium! Das kannst du doch keinem erzählen, verdammt! Photon gewinnt vor Kapo und Tibor. Alter, was? Nein, nein. Ich glaub's erst, wenn ich es im Replay nochmal sehe. Scheiße. Ey Mann, verdammt, Knitti! In den Top 10! Geil! Schön! Guter Mann! Ja. Danke, 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 danke. Ah. Jelkajor hat mich aufgehalten. Ganz ehrlich, hätte Jelkajor mich nicht aufgehalten, hätte ich das Podium. Ja. Ja, liebe Leute, mir fehlen mir Worte, weil ich weiß sowas wirklich, ey. Ich habe zwar das Podium nicht erreicht, aber nevertheless muss ich dazu sagen, völlig, völlig verrückter Grand Prix. Aber gehen wir das Ganze mal durch. Photon gewinnt vor Kapo und vor Tibor. Glückwunsch, ihr drei. Dann meine Wenigkeit, Lucky, Sasuke, Floro, Jelkajor, Chris und mein Teammate Kitty, Stolz. Leibox, Semota, Spooky, Knusper, Kain, McGill, Matrix, Heisenberg, Andeon und Wahl, der ausgeschieden ist. Ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Ich hatte ein Podium anvisiert. Leider ist das Ganze um 59.000stel nicht eingesprungen. Ja. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. In diesem Sinne, danke schön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und gerne auch ein Abo da lassen, würde mich freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.